Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, hier wieder einmal mit Connor am Start. So, und ich muss wieder zu Amanda. Die hält sich da hinten auf. Mal sehen, was sie diesmal so zu sagen hat. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Abweichler handeln völlig irrational, was es schwierig macht, ihre Aktion vorherzusehen. Aber ich hätte effizienter sein müssen. Konntest du etwas herausfinden? Ich fand sein Tagebuch, aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Er schien dankbar, dass ich sein Leben gerettet habe. Er hat nichts gesagt, aber es auf seine Art ausgedrückt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Suche nach Lieutenant Anderson. Alles klar. Dann suche ich ihn mal. Der kann ja nicht weit sein. Drei Zeichen da. Und eins beim Auto. Okay. Fange ich erstmal beim Wagen an. Im Wagen ist er schon mal nicht. Okay. Ich habe drei Schlösser, die ich aufmachen könnte. Ich bin mal gespannt, ob ich die drei schaffen kann. dann fahre ich jetzt mal hier durch ein Fenster. Kann ich nicht viel erkennen. Nur irgendwie das Licht an ist. Der Hund. Alles klar. Das hat Connor ja letztes Mal festgestellt im Büro, dass Hank einen Hund hat. So, dann habe ich hier noch ein Fenster. Oh, da liegt er. Ohnmächtig. Lieutenant Anderson! Na dann, hauen wir mal die Scheibe ein. Ne?
ein normaler Mensch, würde ich sagen. Ohne weiteres. Ruhig. Hallo, Hundi. Somo, ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Süßes Hobby. Der Hund, der flabbert. Und der braucht gar viel Futter, ey. Donnerwetter, ja. Voll auf dich dahin gelegt. Also der Hund. Er hängt liegt davon da. Revolver. Eine Kugel übrig. Okay, Alkohol. Spuren von Alkohol. Nee. Da ist nichts Auffälliges. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier! Der hat ganz schön geladen, würde ich mal sagen. Hey, ja, ja, hey! Hey, ja. Schuhe, Pansy! Guter Hund! Pansy! Ist klar. Haben Sie, ich glaube, ich muss kotzen. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Lass die Wand los. Was soll das? Oh, ja, ja, ja. Ich will nicht beim Sack hier. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Was tust du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Cop der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht geben Sie den Fall ab. Jemand anders wird zugewiesen und ich kann meine Mission fortsetzen. Deine verdammte Mission. Alles andere ist dir egal, hä? Hören Sie, Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown... Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Na gut. Was möchten Sie anziehen? Scheißegal. Naja, Hippie, gestreift oder nochmal streifen. Ich nehme den Hippie.
Luftreifen sieht da bestimmt auch gut aus, aber naja. So. Ich gucke hier nochmal, vielleicht hier ja noch irgendwas. Basketball läuft im Fernsehen. Oh je. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Jetzt kann ich mich nochmal umgucken. Russischen Truppen aus der Arktisregion. Der Kreml hat noch nicht reagiert. Was ist das? Andrea Berg? Ach nee. Blues. Wir fürchten nun, dass ein dritter Weltkrieg jeden Tag wahrscheinlicher wird. Jetzt. Okay. Ah, Dosen. Pappschachtel. Ein Foto. Ah. Sein Sohn. Aha. Was wollten Sie mit der Waffe? Russische Toilette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte Sie getötet. Ja, das wäre sein Pech gewesen. Gar nicht mal so schlecht. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Naja, gleich. Gut, das war das russische Kotelett. Roulette. Fünf rote Alter, 5 Wege gibt's dann noch irgendwie. Wow. Okay, das eins noch. Da ist noch ein rotes, was man hätte öffnen können, wenn man irgendwas anderes gemacht hätte. Oh, da wäre 1, 2, 3, 4. Oha. Auf Hank warten. Hätte man auch noch andere Sachen machen können. Klar, hätte man ihnen noch Klamotten oder was geben können, oder? Noch 4 andere Sachen hätte man da machen können. Aber was? Maybe untersuchen, was man untersuchen kann. Ging doch nicht. 6. November 2038. 20 Uhr und 1 Minute. Und wir sind am Hafen. Stimmt, die wollten ja die ganzen Sachen da klauen. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Tut den Dauerregen dann viel. Sie dürfen uns nicht sehen. Genau. Kommt man sich auch vor wie bei Heavy Rain. Da war auch das ganze Spiel über nur Regen gewesen. Das konnte man sehr verstehen, aber hier. Vorsicht!
Was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Das Lager ist davor. Wir sind fast da. Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel ihr könnt. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. John! Gottverdammte Maschine! Wo ist er diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John?
Erst die Drohne, dann das. Echt super. Steckt den Rest ein und dann nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Befreien oder das Ding wieder schließen. Ich würde sagen, ich mache wieder zu. Wer weiß, wie die reagieren, wenn ich die einschalte. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf Ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Es ist zu gefährlich. Er kommt mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Da hinten, in der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus! Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Okay. Dann muss ich da jetzt einen Schlüssel finden. Wow, 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 wow. Scheiß Hunde, ey. Gucken. Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Oh. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Oha. Ich nehme oben. Nee. Keine Bewegung, Arschloch! Ich glaube, das war nicht so cool. Kacke. Wir müssen hier weg. Wir müssen zu diesem Zaun. Sie begehen eine Straftat der Klasse 3. Dieser Verstoß wird der Polizei gemeldet. Bleiben Sie, wo Sie sind. Es ist zu spät. Wenn wir umkehren, sind wir auch tot. Der Klasse 3. Dieser Verstoß wird der Polizei gemeldet. Bleiben Sie, wo Sie sind. Marcus!
Wie fühlst du dich? Was ist passiert? North hat dich gerettet. Wir konnten entkommen, bevor die Menschen kamen. Okay, wo ist John? Er hat's nicht geschafft. Wir mussten die Taschen da lassen. Es hat sich kaum gelohnt. Es wird nicht reichen, um alle zu retten. Ersatzteile. Ja, das war dann wohl nichts. Oh Mann, ey. Ich dachte, ich könnte den Schlüssel so irgendwie nehmen und die sehen das nicht, aber das sah dann irgendwie da im Haus, im Gebäude da im Haus sind, drin ganz anders aus, als ich das immer mit beim ersten Mal so gesehen habe. Da die sitzen noch da irgendwie hinter der Scheibe und erwartet und ich kann dir davor, aber naja gut. Dann bedanke ich mich erstmal und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Und dann melde ich mich nächstes Mal wieder. Bye, bye.